Hallo meine lieben Laborratten und Versuchskaninchen, euer Open Beta hier. Und heute haben wir mal eine kleine Review, leider ohne Vlog. Da sagen wir es, wie es ist. Ich habe verpennt, weil mein Zusteller von der Sonntagszeitung einfach mal statt um 1:30 oder 1:30 um fucking 4 Uhr morgens kam. Ja, dadurch, ich wollte um 11 Uhr wieder fit sein und war aber bis 8 Uhr dann wach, weil ich gearbeitet habe. Und das war dann natürlich nicht mehr so schön. Naja, dann hatte ich halt ein bisschen wenig Zeit und kam gerade noch so in den Film rein. Aber es hat ja alles gepasst. Ich habe den Film komplett gesehen. Kommen wir aber erstmal zum Merch von dem Film, den ich mir heute ansehen wollte. Hatten sie in Krefeld leider nichts da, was ich ein bisschen schade fand. In Mönchengladbach hatten sie Merch da gehabt und hier jetzt leider, ich glaube, noch nicht. Aber naja, dafür gab es noch das schöne Ant-Man-Paket mit dem Ant-Man and the Wasp-Becher. Ich bin nochmal ganz langsam. So, und einer Ant-Man-Figur. Ich habe da noch ein Bild und da ist auch noch mal die Wasp drauf zu sehen als Figur. Kommt natürlich dieser gute Herr hier, kommt natürlich nach dem Video zu meinen anderen Figürchen hier unter meinen zweiten Monitor. Und dann gab es hier noch das Erweiterungspack zu Marvel das Spiel, das Ant-Man and the Wasp plus Doctor Strange Spielepaket kann einzeln gespielt werden oder als Erweiterung. 60 Karten, 2 Heldendecks. Mal gucken, ich glaube, das vergammelt bei mir irgendwo in der Schublade oder wird mal rausgekramt, wenn ich es denn schaffe, jemanden zu finden, mit dem man das dann zusammen spielen könnte, der mir das auch ein bisschen erklärt. Aber welchen Film habe ich denn heute gesehen? Es war Christopher Robin. Und auf diesen Film habe ich mich unglaublich gefreut. Die Trailer, gerade der erste, Gänsehaut pur, da flossen fast die Tränen, weil es so herzerwärmend war. So schön wieder die Originalstimme von Winnie Pooh zu hören. Dann hatten wir auch alle anderen Characters aus den Original-Seriencast, also wirklich aus der ersten Besetzung von Winnie Pooh, die damals auf Super RTL lief, die Serie, hatten wir alle mit dabei und ich fand es großartig. Dieser Film kann ich nur drüber schwärmen. Also vielleicht der Anfang ein bisschen zu trocken, weil die Kinder wollen ja irgendwo auch mit Winnie Pooh, aber hier hat man schon versucht, glaube ich, das wirklich runterzubrechen, damit es nicht so träge wirkt. Aber das ist ganz klar der Anfang und versucht ein bisschen den Background von Christopher Robin in den Jahren nach Winnie Pooh zu geben. Und danach, wer Winnie Pooh mag, wer die Serie mochte, der wird hier unglaublich verliebt sein. Mein Gott, ist dieser Film Nostalgie pur. Ich habe jede Sekunde, wo Pooh, Tigger, Perkel und gerade Ia ist Nummer 1 in dem Film, neben Winnie Pooh, von den Sprüchen her, habe ich geliebt, ja. Gerade die sarkastische Art, die hier bei IA immer wieder zum Vorschein kommt, war unglaublich gut. Also da haben auch die Kleinen wie die Großen lachen müssen. Wir haben den tatsächlich sogar in einer Vorführung gesehen, die anscheinend noch vor Kinostart ist. Also ich habe mir jetzt sagen lassen, dass der wirklich erst die Tage rauskommt. Aber wir hatten durch, ich glaube, Klixi Sause oder so ähnlich hieß das Ding. Das war ein Kinderevent vom Cinemax. Haben wir den vorher sehen können und
Ich bin sehr froh drum. Also, ich hab. Genial. Also, das ist ein Disney-Film, wie ich ihn haben möchte. Er ist was für Erwachsene, die alten Dinger von Winnie Pooh und Disney generell mochten. Das ist was für kleine Kinder. Und gerade so der Grundsatz mit dem steigenden Kapitalismus, der hier thematisiert wird, dass Christopher Robin keine Zeit für seine Familie hat und wie das dann im Endeffekt gelöst wird. Wie gesagt wird, hier, das ist die Lösung für all unsere Probleme. Ist jetzt nicht unbedingt das, was vielleicht in dem echten Leben klappen würde, aber die Message war schön. Ich mochte die Message, ich mochte die Unterhaltung, CGI, wunderschön alles. Fand ich super toll, habe ich jede Sekunde von genossen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film zu lang war, wie es manch anderer YouTuber in seinen Kritiken schon erwähnt hatte. Aber bei mir, also war es eher andersrum. Zu Anfang hatte ich ein bisschen so mit dem Intro Probleme. Das war dann doch ein bisschen träge. Nach so Kapitel 1 wurde das immer träger für mich. Bis dann der eigentliche Film losging. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt's nichts zu meckern. Der Film war von vorne bis hinten Kindheit pur. Für groß und klein. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir einen zweiten Teil, eine Fortsetzung, die genau dasselbe bietet, wo die Tochter von Christopher Robin praktisch die Abenteuer fortführt, wo das alles dann weiter aufgegriffen wird, dass neue Generationen kommen. Und es zeigt ja, diese Geschichte ist so unglaublich minimalistisch und doch so witzig auf eine Art, wie, ja, ich sag mal, auf Art von Adventure Time, ne? Wo man im ersten Moment vielleicht nichts Schlimmes dran erkennt oder feststellen könnte, aber die so eine leichte melancholische Art hat, so einen leichten melancholischen Touch, und super humorvoll auch damit umgegangen ist. Ich kann diesen Film nur loben. Wer Winnie Pooh damals mochte und oder wer Kinder hat, die jetzt Winnie Pooh mögen, geht da rein. Dieser Film ist unglaublich gut gemacht. Er ist für Kind und Erwachsene, die auf ein bisschen Spaß im alten Disney-Stil haben oder haben wollen, perfekt. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Schaut euch diesen Film an. Also würde ich ihm jetzt eine Note zuteilen müssen, würde ich sagen, im Genrebereich ist er eine 2 plus und als Normalfilm wäre vielleicht eine 3. Ja, also noch immer guckbar, aber so halt ein Kinderfilm. Wer aber den Nostalgiefaktor für sich persönlich mit einrechnet und auch das alles mitnimmt, der wird hier wunderbar unterhalten. Also, heute mal, also mit angesetzter Wertung, damit man ein bisschen den Rahmen versteht. Ansonsten, wie gesagt, leider kein Vlog oder sonst was dabei, weil zeitlich das dann nicht mehr gepasst hat. Und es war auch, da Sonntag ist bei mir jetzt im Video, ja, war das leider auch nicht mehr so machbar, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also es gab kein wirkliches Entertainment, außer wir laufen durch die Straßen und fertig. Von daher bin ich jetzt durch. Ich hoffe, das nächste Mal wird wieder ein richtiger Vlog, alles dabei sein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren. Was auch immer. Bleibt sachlich beim Kommentieren. Ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal, wie euch der Film gefallen hat. Und damit bin ich raus. Mit meiner Kritik zu
Christopher Robin. Ciao, bis zum nächsten.